Das, was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist ein Satz, den hast du bestimmt schon irgendwo gehört, dass ihn irgendjemand gesagt hatte. Gemeint ist damit tatsächlich, dass es ein Gesetz gibt von Saatgut und Ernte. Saatgut enthält eine bestimmte Genetik, die eine bestimmte Frucht hervorbringt. Das hat Gott schon in der Schöpfungsordnung so festgelegt. Jeder Same bringe etwas hervor nach dem, was in ihm festgelegt ist. So kann man aus diesen Samentütchen eigentlich nur Blumen gewinnen und keine Kartoffeln. Wiederum kann man, wenn man Kartoffeln pflanzt, nicht einen Blumen- oder Rosenstrauß ernten. Jeder Same hat eine bestimmte Art, eine bestimmte Frucht. Er bringt etwas Bestimmtes hervor. Wenn wir davon sprechen, wir Menschen säen etwas, dann sprechen wir in erster Linie davon, dass wir Worte säen. Wir sprechen Worte aus, die eine bestimmte Frucht hervorbringen. Und so ist es so, wenn du viele negative Worte aussprichst, werden sie irgendwann mal eine negative Frucht hervorbringen. Wenn wir in andere Menschenleben hineinsprechen und immer negative Worte sprechen, so wie, das schaffst du nie. Ah, du bist immer so ungeschickt, ich mach's lieber selbst. Nie bist du mal pünktlich, immer kommst du zu spät. Und diese Festlegung von immer und nie und dieses Negative wird in einem Menschenleben eine Frucht hervorbringen. Kinder, die man lobt, werden viel schneller gute Ergebnisse hervorbringen. Und wir sollen auch so handeln, dass wir in Menschenleben gute Dinge hineinsprechen, guten Samen aussehen, gute Worte aussehen, damit gute Frucht wächst. Wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, wenn du in dieser Beziehung stehst, dann bitte ihn doch, dass er dir dabei hilft, dir bewusst zu machen, was sage ich eigentlich? Wie rede ich eigentlich? Sähe ich wirklich eine gute Saat aus, dass eine gute Frucht kommt? Bitte doch den Heiligen Geist, gerade heute dir zu helfen, gute Worte in andere Menschenleben hineinzusprechen. Worte der Ermutigung, des Aufbauens, der positiven Sicht für Dinge. Etwas, was dem Menschen weiterhilft, wo er einfach aufstehen kann und weiterlaufen kann. Bitte Gott einfach, dich zu prägen als einen Menschen, der gute Saat aussät, dass eine gute Frucht entsteht. Ich weiß, Gott hat mehr für dich.